Ja, dann seid mal gegrüßt, willkommen zurück zu The Green Hell. Ja, da drüben brennt unser Räucherstand. Nee, der brennt nicht, der räuchert da lang hin und das Feuer brennt. Und ich habe ein bisschen geschlafen, uns geht's fast ausgezeichnet. Das Einzige, was uns fehlt, sind ein paar Proteine, ein paar Kohlenhydrate. Ja, ich suche mal schnell noch eine Kokosnuss, dann gehen wir rüber zum Räucherofen und gucken mal, was da los ist. Ob der auch so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. Dort mal die nehmen wir komplett mit und die hier, die werden wir da gleich vernaschen. So, trinken müssen wir die eigentlich nicht. Ich habe gerade die ganzen leeren Kokosnussschalen ausgeschlürft. Gut, dass wir die nicht umkippen beim drüber weglaufen. So, essen, essen. Sehr schön. Mal ganz kurz leere Schalen, die können wir wegwerfen, da haben wir genug. Ich habe jetzt auch hier so eine. Oder ich werde das hier als kleine Zwischenbasis erstmal verwenden. Hier haben wir einen Unterschlupf, hier haben wir eine Fischfalle. Jetzt haben wir einen Räucherofen. Genau da drüben. Der brennt noch. Ja, eigentlich haben wir hier erstmal alles, was wir benötigen. Können wir kurz gucken, ob wir schon wieder einen Fisch gefangen haben. Hier wieder ein bisschen was her. Nee. Doch, ein Pfauenbarsch. Sehr schön. Ja, Fische brauchen wir auch unbedingt. Gerade diese Kreten. Diese hier. 5 Stück habe ich noch. Wenn wir nachher so einen Wurm wieder unter der Haut haben, können wir die mit den Kreten rausmachen. Ja, zerlegen wir erstmal den Fisch. Jetzt haben wir 8 Kreten. Das ist, ich glaube, ein bisschen zu viel. Wir müssen ein bisschen sparsam mit dem Platz sein. 12 Federn haben wir, 5 Pfeile. Blätterhaufen. Der verfällt in 3 Stunden. So, ein Blattverband haben wir noch, 2 Kokosnussschale. Können wir wegwerfen. Kokosnuss finden wir, trockene Blätter haben wir. Das sieht gut aus. Hier haben wir diese Kokosnuss. Ara-Fleisch gekocht haben wir. Und Pfauenbarschfleisch roh. Das müssen wir noch kochen. Gut, dann machen wir uns rüber. Gucken wir, was unser Räucherstand macht. Und vor allen Dingen, ob dieser Eingeborene mal endlich weg ist. Eine Fackel haben wir auch. Wir können mal schauen, ob wir die an dem Feuer hier anmachen. So, ich gucke nach dem Eingeborenen aus der letzten Folge. Der ist, glaube ich, weg. Wir hören den auch nicht mehr. Wasserschweinfleisch gekocht. Haben wir hier noch drin liegen. Und? Was haben wir hier noch? Klapperschlange. Verfallen ein Tag. Ein Tag. Sehr schön, hält sich alles noch. Diesen Krötenfleisch. Kocht. Ja. Effekt unbekannt. Froschfleisch, essen wir das? Klar. Wir müssen das testen. 14 Proteine. 10 Energie. Und das war bekömmlich. Das ist die Hauptsache. Super aus. 3:49 Uhr, Sonne geht gleich auf. So, dann gucken wir mal, was machen hier die Räucherwaren. Räuchern vor sich hin, das dauert noch. Das sehen wir gerade mal ein Viertel. Aber ich denke mal, die halten sich dann auch extrem lang. Das wollen wir ja. So. Müssen wir hier noch ein paar Mal nachlegen. Unbekannter Pilz. Den kenne ich leider nicht.
Und so Pilze essen, das kann tödlich enden. Das machen wir erstmal nicht. Vielleicht finden wir die noch irgendwo mit einer Beschreibung dran. Wir hacken erstmal wieder ein paar Äste. Ja, mein Ziel ist es jetzt eigentlich, wie gesagt, erstmal den Rucksack voll mit Fleisch stecken. Wasser finden wir eigentlich immer überall durch diese Kokosnussschalen, die wir halt mitnehmen können. Und das regnet hier halt ziemlich oft. Das ist echt super, da haben wir kaum Wassermangel. Kokosnüsse können wir trinken. Auch Früchte, die geben Fleisch. Fleisch, was erzähle ich denn? Wasser. Ja, ich kann echt nur eins machen, zwei, was geht nicht. Entweder erkunden wir hier oder ich erzähle. Ja, ihr dürft natürlich auch gern mal sagen, in welche Richtung wir erkunden wollen. Wie gesagt, es gibt ja eine ziemlich große Map. Und ich würde mich jetzt mal hier an dem Fluss, ich glaube in diese Richtung, wo ich jetzt schaue, da vorne war Ende. Da kam so ein großer, riesiger See. Da werden wir vielleicht in diese Richtung uns durchschlagen, mal schauen, was wir da so alles finden. Na, guckt mal. Jetzt ist das schon halb fertig. Wir waren gerade mal hier im Wald und haben ein paar Äste geschlagen. Aber komm, wir gehen einfach mal. Wir gehen einfach mal. So, in 5 Minuten, da kommen wir zurück. Hier liegt eine Stockklinge. Noch eine. Unsere ist. Wie viel ist denn das? Fünftel. Kann man, warte mal, will man die ja wegwerfen, unsere, die wir haben? Das geht doch bestimmt. Die ist noch vollkommen neu. Sehr schön. Das hat er gut gemacht, unser eingeborener Freund. Hier hinten. Da sinkt er sich irgendwo ein. Das heißt, wir gehen mal rüber. Ja, schauen wir mal. Ist eigentlich gut ausgestattet. Lebensenergieanzeige fast gefüllt. Können wir eigentlich schon mal hier ein paar Minütchen die Insel erkunden. Richtig schön wäre es natürlich jetzt, wenn wir eine Karte hätten. Die kann von mir aus auch geschwärzt sein. Aber hin und wieder mal drauf schauen, wo man denn ist. Das wäre mal echt. Wäre mal echt gut. Höre ich hier so ein Schwein? Sehe es noch nicht. Diese Wasserschweine. Da würde ich gerne noch eins. Nehmen, nee, da waren ein paar Mäuse. Da rannte gerade ein Wasserschwein, aber die rennen wir nicht hinterher, das haben wir gelernt. Das hat keinen Sinn. So, aufpassen müssen wir vor allen Dingen auf diese Schlangen und war das ein Panda? Ja, ich glaube ein Panda. Die treiben ja auch noch ihr Unwesen. Und wenn die uns hier zwischen der Schnauze kriegen, dann war es das.
reichlich Kokosnüsse. Ich dachte, hier gibt es eigentlich noch Bananen. Mann, ich dachte, das war eine Pflanze, aber wartet mal. Das gibt gleich lecker Schlangenfleisch. So lecker Klapperschlange. Da haben wir echt Glück gehabt. Fast reingerannt. Da ist es weggeflitzt. Da haben wir noch eine Schlange. Ich will da lang. Oh Mann, ich glaube, ich habe mich schon verlaufen. So richtig weiß ich echt nicht mehr, wo ich hergekommen bin. Ein paar Minütchen haben wir noch, bevor wir uns hier auf den Rückweg machen. Ich hoffe, dass wir wenigstens irgendwas noch entdecken. Oh, was haben wir hier? Ach, das ist bloß ein Durchgang. Ich dachte, eine Höhle. Und unsicher. Ist das Wasser? Okay. Sah jetzt ziemlich klar aus. Ich dachte, es ist sicher. Steine. Obsidian. Das nehmen wir mit. Damit können wir echt. Das ist noch mehr Obsidian. Damit können wir jetzt unsere Werkzeuge noch besser machen. Obsidian. Oh, sehr schön. 4 Stück haben wir gleich gefunden. Hat sich mal der Ausflug hier in die Höhle gelohnt. Obwohl echt ein bisschen mehr hätte drin sein können. Naja. Aber schöne Höhle entdeckt. Sag mal, das. Das ist auch, finde ich, verdammt schwer, hier sich zu orientieren, das alles wiederzufinden. Gut, hier haben wir einen Anhaltspunkt. Hier haben wir diesen kleinen, ja, diese kleine Pfütze. Da finden wir jetzt die Höhle immer wieder. Und interessant wäre jetzt auch mal zu wissen,
Wenn ich jetzt das Spiel speichere und komme das nächste Mal wieder eingeloggt, ob die Höhle jetzt wieder voller Obsidian ist. Damon. Sehr schön. Fürs Essen ist gesorgt. Kein Platz im Rucksack. Knochen. Ja, Knochen können wir liegen lassen. Sagt, ich weiß noch nicht, was ich mit Knochen machen sollte. Okay. Ja, wir haben zwar einen Kompass parat, aber oh, wartet mal. Ich sehe gerade, vielleicht ist das auch schon länger. Wir müssen mal gucken. Wir müssen uns untersuchen. Habe ich echt nicht drauf geachtet. Was haben wir denn? Alles klar hier? Hier haben wir einen Egel. Oh je. Drei Stück hat man. Weiß gar nicht, wie lange wir die schon dran hatten. So, wir laufen jetzt nach Westen. Ich hätte mir echt mal die Koordinaten merken müssen. Eieiei. Machen wir auf jeden Fall, wenn ich unser Zuhause wieder finde. Das muss ich mir notieren, wo wir wohnen. Dann finden wir das auf jeden Fall wieder. So, hier haben wir schon mal einen Fluss. Das ist doch schon mal sehr gut. Okay, die Richtung müssen wir sagen, denn wir sind ziemlich am Ende, wo der Fluss dann in den großen See mündet. Ja, höre ich da noch ein Wasserschwein? Ja, guck mal, da sind wir da. Haben wir echt direkt wieder nach Hause gefunden. So, ich bin gespannt, was das Räucherfleisch macht und vor allen Dingen, wie lange hält sich das. Dann können wir auch in Zukunft mal ein paar längere Wanderungen unternehmen. Ja, schön Schlange haben wir jetzt. Dieses Wasserschweinhammer. Hier haben wir einen Frosch. Ne, den können wir. Komm, den lassen wir leben. Das Einzige, was ich noch nicht gefunden habe, sind Bananen. Ich hatte ja ein paar schwarze Bananen schon mal oben in dem Lager gefunden. Aber jetzt direkt Bananen am Baum? Nee. Ah, guck mal hier, Pilze. Können wir essen, die Pilze? Die nehme ich gleich mal mit. Unbekannter Pilz, aber die kennen wir. Zum Teil kennen wir die. So, dann guck mal. Ist ja komisch. Das ist genauso weit als. Als wären wir nie weg gewesen. Räuchert das jetzt nur, wenn wir in der Nähe sind?
Ich glaube ja. Ich glaube, wir müssen ja echt hier bleiben, dass wir hier irgendwas räuchern können. Klapperschlange, viermal. Klapperschlange, unbekannte Frucht, die bringt Kohlenhydrate. Die hält sich bloß nur 11 Stunden. Kommt die erstmal weg. So, die Pilze halten sich einen Tag, die bringen Kohlenhydrate und Energie. Gut, würde ich mal sagen. Wir warten mal kurz und dann schauen wir einfach, was unser Räucherfleisch macht. Also bis gleich. Da melde ich mich nochmal kurz zurück. Das Klapperschlangenfleisch ist geräuchert. Und das nehmen wir gleich mal auf. Dann können wir das mal mit dem normalen Klapperschlangenfleisch vergleichen. Da haben wir jetzt. So, gekocht, hält sich ein Tag, 8 Stunden haben wir da noch. Gucken, hier haben wir es geräuchert. 3 Tage, 23 Stunden hält sich, 4 Tage lang. Ja, da haben wir es gesehen. Und doppelt so lang hält sich das. Und ihr seht, ich habe hier einiges noch am Räuchern. Es steht dem nichts entgegen, den längeren Ausflug demnächst zu machen. Ja, ich hoffe mal, euch hat es wieder ein bisschen gefallen oder ein bisschen mehr. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ja, und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Macht's mal gut.